Buchmann, willkommen. Ein neuer Guild Wars. Gang Apocalypse. Die sind ja zurzeit ja eine der Top 4 Gilden halt. Ne? Also die haben im Turnier gestern gewonnen. Ne? Und haben, glaube ich, nächste Runde. Genau, ich glaube Swag haben sie. Ja, da wird es dann vorbei sein, aber hey. Ja, ich würde sagen, wir fangen hier mit Mr. Legend an. Mit Lou. Was hat er? Okay, Tessarions, Chiana. Savannah, Sniper, Vigo und Molly. Ich schwöre, ich hoffe, dass sie wirklich irgendwie nach dem Turnier oder irgendwie nach Arty müssen sie irgendwas machen, ne, mit der Sniper-Meta. Es ist übertrieben langweilig irgendwie, ne? Speaking of Sniper, Sniper Kali Teon. Ja. Bin mir nicht sicher, ob das so gut ist, aber ich mach's trotzdem. Theon wird halt Turn 1 kriegen, weil wir sowieso Speed Lead und alles haben. Ne? Das heißt, Kali sollte dann, oder Kali wird dann Qiyana one-shotten und ja, dann hoffen wir mal irgendwie, dass Savannah kein Defense Break auf irgendwie einen unserer Feuer-Units landet. Ne? Und ja, unten das Team hatte ich irgendwie gerade drinnen. Warum nicht, hä? So, also, wir kriegen Turn 1. Wir critten hoffentlich. Jawohl. Damage sollte reichen. Gut. Ah. Fucking Corona, ey. So, Stun. Okay. Die Horse. Das heißt, Savannah. Okay. Okay. Ja, lass halt killen. Lass Kali boosten. Dann kann man Attack Buff machen. Theon wird vielleicht sterben, vielleicht auch nicht. Okay. Und. Naja. Ja, das Ding ist ja, ich habe ja mein Tessarion auch. Ne, beim Siege und so, also auch schon davor. Mein Tessarion auch. Yes. Lass Deathbreak machen. Max Skill Ups gegeben. Und in dem Fight, wo ich verloren habe, hat er nicht mal irgendwie. Er hat nicht mal den Defense Break geprockt. Ne? Also er wurde nicht resistant oder irgendwas. Es hat dreimal hintereinander einfach nicht geprockt. Ey. War richtig nice. So. Versuchen wir zu killen. Ich glaube nicht, dass das reichen wird. Jo, Enter Crit auch OP. Kannst du was stunnen? Nein. Er ist irgendwie schon okay, ich mir weiß ich nicht. Ist mir am Anfang gar nicht so aufgefallen, dass Kinky wirklich so OP ist. Ich meine, nicht so OP wie der Sniper, aber. Stun. Okay, crittet mich nicht. Ja, das Heal machen, sonst habe ich irgendwie. Okay. Habe ich irgendwie das Gefühl, dass mich Molly zweimal crittet oder so. Okay. Kill. Ja. Das muss reichen. Na gut, so. Wir warten auf Deathbreak. Okay. Arty habe ich heute gemacht. Wieder so ein paar, wirklich 20 oder so. Ich glaube, die Season wird's nix, hier. Absolut krank, was momentan abgeht hier. Alle irgendwie übertrieben speedy. Allein der scheiß Dings. Jeder hat irgendwie Wasserstrike auf einmal. Jeder hat, wer ist denn, den Feuerpinsel hier. Alle übertrieben schnell. 17.000 Speed Leads. Noch mehr Stripper ist so eine richtig geile Meta momentan hier. Aber ja. Owen. Ein Windsniper. Jetzt haben wir. Oh, den machen wir hier. Den machen wir hier. Keine Ahnung wie, aber irgendwas wird mir schon einfallen. Na gut, komm ja, was weiß ich. Daphnis oben, Suiki unten. Wusa hat eh noch schnellstes Swiftset und so. Was? Wer hat keine? Oh, scheiße, Bastet, ne? Na gut, dann lass die. Lass die zweite Bastet nehmen. Die ist zwar nicht auf Vio, die ist auf Swift, aber hey. Oha, hier, schau dir Harmonia an, hey. Harmonia auf Double Will. Genius, hä? Huh?
So, was machen wir? Ich würde sagen, ja. Jäger killen. Na, hätte Lauren verfehlt. Dann hätte man noch Daphnis Strip-Dingens gehabt. So, ja. Ramagos targetet halt Bastet, ne? Keine Ahnung, wie fahrt hier. Wir warten halt jetzt einfach, dass Daphnis wieder was one-shottet. Okay. Ja, mit der Arti und so, keine Ahnung, das ist ein bisschen. Also ich glaube wirklich, dass ich gar nicht mehr irgendwie so Guardian komme. Ich bin momentan irgendwie so um die 1800 immer. Ist natürlich schlecht. So, Deathbreak. Okay. Ich habe auch Bastet wieder die schnellsten Runen gegeben, aber es macht alles keinen Unterschied. Also es ist irgendwie. Es ist irgendwie nach wie vor dasselbe Problem immer mit dem Team. Halt entweder nicht genug Damage oder du wirst halt irgendwie outgespeedet und ja. Aber ich will halt nichts anderes spielen, also ist. Ich. Vor allem, es würde auch keinen Unterschied machen. Also ich würde mit was anderem auch nicht hochkommen, glaube ich. So. Oh. Okay, Deathbreak ist nach oben, weil einer, weil OP ist, 3 Runden Deathbreak. Was machst du jetzt hier? Times 1. Okay, die Antwort ist zu wenig. Weil wir noch nicht max gestackt sind hier, ne? Wie viel haben wir? 15, 16. Ja, bis er max gestackt ist, ist der Fight wieder vorbei, ne? Oh, nice sleep, aber wir killen dich trotzdem, ne? Ja, tun wir nicht. Aber einer will. Okay, Wusa kommt dran. Sleep. Okay, Deathbreak, naja. Ist halt irgendwie auch schon fad, Gilvor, ne? Was soll man großartig machen, hä? So, schaut mal, was ich gefunden habe, hä? Eine Coco. Habe ich bis jetzt auch noch nicht dagegen gefightet. Ja, mal schauen, ob sie dazu kommt, irgendwie ihren dritten und ersten oder zweiten Skill dann irgendwie zu machen. Ja, hier hätte ich normalerweise Theo genommen, aber ja, Alicia's, ich finde Alicia so geil, aber ja, Problem ist halt, wir machen jetzt eh nicht dritten Skill, was einfach nicht reicht. Ich hoffe, dass der zweite Skill reicht und Iris killt. 47 Karnes hat nicht gekillt. Was sind das denn? Triple HP Iris? Okay, bitte revenge mich nicht. Oh, aber nice. Jetzt killen wir beide, oder? Auf jeden Fall kriegen wir einen extra Turn. Naja. Okay. Und gebuffter erster Skill, Deathbreak hier. Irgendwie überlege ich gerade. Ich meine, es wird keinen Unterschied machen, aber. Ob Alicia irgendwie in RT was. Naja, es bringt mir auch nichts. Es ist einfach. Bringt gar nichts. Sie machen alle einfach kein Damage. So. Coco hat Will. Ich hoffe, Coco macht hier den dritten Skill, dass wir das irgendwie mal sehen und one-shottet dann meine Savannah. Jawohl. Oh, was? Er strippt meinen Sniper auch noch hier. Okay. Dismount Savannah. Du gehst auf Fran. Okay, du killst den Bastard, oder? So, wir heilen Fran. Dann machen wir Times One. Komm, Mage. One-Shot uns hier. Zerstöre uns. Naja, der Anfang, die ersten paar Hits waren nicht so wild, aber dann. Das ist halt irgendwie so ein bisschen wie ein Sniper halt, ne? Das ist halt auch so. Ja, sie hat halt eben im ersten Zug nichts gemacht und im zweiten Zug macht sie dann halt den fetten Damage. Aber ich glaube, unser Sniper macht mehr fetten Damage. 70.000. Ja, nice, ne? Das waren drei Dinger, drei Wins. Schauen wir mal, ob was abgeht in RT. Also ja, 1803 bin ich. Meine Winrate ist übelst gedroppt. Ähm
Ja, den Kollegen, da habe ich. Ich weiß nicht, warum ist der so. Ich meine. Was so lustig ist, ich spiele irgendwie gegen Leute, die Units picken, wo du einfach nur denkst, what the fuck, hey? Und der spielt irgendwie so, keine Ahnung. Was macht er da zum Beispiel, hey? Er läuft halt relativ oft noch mit Garo, er hat halt Kaki auch, ne? Jo, wie man hier sieht. Garo brauchst du halt nur beim Outs, also wenn es ja wirklich um Speed geht, aber dann hast du halt einfach kein Damage, ja, das ist so. Naja. Er one-shottet halt alles bis ein Monkey, ne? Keine Ahnung hier, was. Scheiß drauf, ich mach dann keine Altis, ich schau mir ein paar von dem an. Ja, er muss den. Ich würde gerne wissen, wie schnell seine Units sind, also wirklich seine Bastet und alles halt, ne? Sein Lucian macht auch übertriebenst fetten Damage, ja? Ich weiß nicht. Jedes Mal, wenn ich irgendwie spiele, auf einmal picken die Leute wirklich Striker, Jogun irgendwie zu 70%, Leo auch fast jeder ist abnormal. Okay. Okay, hat den Reduce bekommen. Ja, na, ja, das ist auch so. Dass sie sehen, sein Like critteten Lucian nicht, ne? Und er überlebt damit 2 HP. Also dieses Luck habe ich schon wieder nicht. Gewinnt er das hier? Okay. Passiv gepoppt von Garo. Was ist das für ein Laika? Ja, okay, der brunzt sich halt irgendwie weg hier, ne? Ja, Garo Solo halt, ne? Ja, Laika kann nie gegen Garo gewinnen. Außer er ist auf Vayu, aber. Naja, nice. Vorhin sind wir da. Den hat er auch gewonnen. Julie Ban. Warte mal, das. Schauen wir uns nochmal an hier. Wieso bannt der Julie, ha? Huh? Er pickt Pisama. Na gut, weil er Vanessa. Julian Pisa, naja. Er hat halt den besseren, er hat halt bei beiden den besseren Speedlead halt, ne? Er hat Vanessa und Garo Speedlead. Na gut, er hat halt, ja, er hat halt. Ja, wurscht, ne? Er one-shottet halt den Lucian und ja, der Typ hat halt kein Damage mehr. Das Ding ist auch, diese komische Zietermeisterin oder wie sie ist, wäre an sich ganz geil, ja, aber das Problem ist einfach, dass die alle übertriebenst wenig Attack Bar pushen. Ne? Ich glaube, die pusht irgendwie nur 15%. Das heißt, du brauchst da, weiß ich nicht, irgendwie Damage Dealers, die plus, weiß ich nicht, 170 Speed oder so haben, ne? Das ist halt alles ja nicht so einfach, gell? Jesus, ja, nur ein gewinnender Typ hier. Ja. Gegen solche Leute spiele ich nie. Also die was so picken. Schau mal was. Da hab ich zum Beispiel auch verloren, ja? Schau mal, ich muss. Ich bann sogar Vanessa, ja? Und schau seine Marsche an. Okay, ich habe sogar gewonnen, ist ja wurscht, aber. Da. Übertrieben viele Leute fangen wieder an mit Diana. Ich weiß nicht.
Tja, du kannst halt gegen Diana. Der war auch lustig, ja. Da habe ich irgendwie, keine Ahnung, so übertriebenst verkackt, ja. Dass wenn die Leute Ramagos picken, dann, ich weiß nicht. Er bannt Bastet, ich habe Juno gebannt. Ja, scheiß Leo halt, ne? Leo und Nemesis ist halt auch so. Da hätte ich wahrscheinlich nicht mit Garo. Da war's, glaube ich, mein Fail. Hätte ich mit Garo nicht auf Ramagos gehen dürfen, glaube ich. Aber ja, was haben wir noch gehabt hier? Gegen den Noob habe ich da auch übertriebenst verloren. C2 Police, er hat da Lucio gebannt. Ja, achso, da hat mich sein. Da habe ich irgendwie sein Dark Pony gesolo. Ich habe aber irgendwie, muss ich zugeben, nicht mal wirklich aufgepasst, aber. War ich sogar. Na, war ich gar nicht. Lucky, oder? Ich meine, Praha hat Julie nicht gestrippt, aber. Praha hat hier Dings Damage gemacht, ne? Ich weiß gar nicht, war die Praha? War die Praha auf Nemesis hier? Meine Julie ist nicht speedtuned halt, ne? Meine Julie ist übelst langsam. Aber trotzdem wundert mich, dass das irgendwie drankommt. War sicher auf Nemesis, oder? Jupp. Boom. Scheiß Alexandra hier. Ah, was soll ich machen? Ich weiß nichts. Ja, komm, lass ich mir noch ein paar machen hier. Dann zocke ich Biomutant weiter. Jeder hat diesen scheiß Chocoon auf einmal. Ja, macht halt, der hat keine Ahnung, der macht halt einfach zu wenig Damage auch. Das ist so nervig. Ich meine, ein Fatal oder Rage-Build mit den Stats wäre natürlich besser, aber es wird auch nicht so viel Unterschied machen. Tja. Das fängt schon wieder an hier, ne? Double Speed Lead. Stripper, Ashir. Allerdings, wenn er Last Pick nicht irgendwie was Vernünftiges pickt, bann ich seinen Jhon. Glaube ich nicht, dass wir dann irgendwie nicht cutten oder so. Nein. Diana ist irgendwie so AIDS auf einmal halt. Wegen ihrem komischen Passive, dass sie attackbar bekommt, ne, wenn du irgendwas anderes attackst. Okay. Und ich brauche endlich mal, ich farm ewig ein verdammtes Artefakt für meinen Lucian und ich krieg keins. Ja. Nice waste hier. Zeige ich ja das mal cutten hier. Was bringt dir Shear hier? Ich meine, er macht eh guten Damage hier. 12k, wie viel? Keine Ahnung, je. Viel mehr kannst du, glaube ich, nicht erwarten von dem Lucian. So. Von mir ist noch 13k oder so, aber. Ja, okay, das haben wir mal gewonnen. Also, ich brauche wirklich. Da ist das übelst crappig, aber. Wir haben nichts Besseres. Ich kriege nichts Besseres. So schlimm hier. Also, das wär wahrscheinlich der fetteste Damage Boost. Dann für meinen Lucian, wenn ich ein vernünftiges Artefakt kriegen würde, aber. Ja, es ändert halt nicht viel. Die Leute bannen halt leider oft genug Lucian, was eh klar ist, ja. Aber. Ja. Es bräuchte halt irgendwas. Irgendein Damage-Dealer à la Lucian. Einen zweiten Lucian. Mit Speed Lead, hey, und fetten Base Speed. Irgendwie sowas, hey. Okay. Nein, nicht Kali, hey. Ey, wieso hat er jetzt. Oh mein Gott, hey. Fettfingers, hey. Aber wieso hab ich. Ich hab doch nicht auf eingeloggt gedrückt, oder? Scheißdreck, hey.
Okay, wenn ich jetzt da verliere, dann ist es meine Schuld, hä? Wir werden sicher verlieren, oder? Ich überlege mit Kali. Entweder one-shot ich. Naja, ich glaube, ich one-shot erst die Ciara und nicht den Okeanos. Ich schätze mal, sein Okeanos ist schneller als Praha. Oder wird? Ja, lass Ciara killen. Keine Ahnung, vielleicht. Vielleicht hilft's was. Ich meine, schau den Damage auf. Okay, der Damage auf Verd ist ja halbwegs okay, ja. Damage auf Okeanos ist schon wieder übertrieben schlecht, ja. Und Damage auf Praha gleich 0, also. Und er bekommt einen Full. Er bekommt einen Full Strip into Bio. Okay. Das ist so unglaublich einfach, ne? Was die Leute lacken halt. Also, ich habe auch wirklich ein paar Fights verloren wieder. Einfach wegen übertriebensten Luck. Er stunt meinen scheiß Striker, er stunt Bastet. Was ist denn das hier? Naja, das verlieren wir eh, das weiß ich eh. Dann hat er eine Crit-Rate Praha? Schau, was mich der Typ wieder lackt, hä? Abnormal. Ja. Nice Deathbreak of Word und so. Das gewinnen wir eh nicht. Okay. Und er kriegt wieder Vioprox und Stuntman Striker. Ich meine, komm, Alter. Ich meine, scheißegal, ja, war jetzt meine Schuld, dass ich mich da verpickt habe, ja. Aber. Das Ding ist halt, ich kann halt nicht Vioprocken. Ich habe halt nichts auf Vio, ne? Also, es gibt halt fast kein RNG in meinem Team. Es kann halt Draco procken, aber das war's halt. Oh, Österreicher. Österreicher. Ciara Genny, ja. Ich will auch irgendwie den Striker nicht first picken, ist genauso scheiße, ja. Wenn die Leute Heavy Wind gehen, hast du dann einfach null Damage, ja. Aber es geht mir irgendwie auch am Sack, wenn die Leute als Striker first picken, ja. Es ist irgendwie. Keine Ahnung, es gibt kein Allheilmittel oder irgendwie so halt, ne. Oh Gott. Okay. Das ist die nächste Kack-Unit, diese scheiß F, ne? Auch so krank, ne? Warum 119 Base Speed hier? So. Was gab der Band da? Was ist Yara Band? Okay. Also, jetzt habe ich mal den Bait gefressen, aber das Ding ist auch wieder 118 Base Speed. Der hat 19 Base Speed mehr als Bastet. Du hast keine Chance zum Outspeeden im Normalfall, ja? Wenn der halbwegs Swift-Runen hat. Und schau, seine. Das nächste, was mir im Sack geht, ja? Okay, bist ein Idiot. Aber es macht scheinbar nichts. Er hätte schon Lucian killen können. Hahaha. Tja, verkackt hier. Er hätte einfach Lucian killen können. Ungelogen. Jetzt hat er halt verloren. Er hat mir halt einen Freewing gegeben, kann man nichts sagen. Das war halt sein Fehler. Ist mir auch schon ein paar Mal passiert. Verfickte Swift Ethnos, ja. Die halt Turn 1 einfach dein Lucian one-shotten. Einfach wegen dem Base-Speed. Das ist. Du hast keine Chance. Wie willst du irgendwie auf dem Level, ich meine Schaman hier, ja?
Stell dir vor, 20 Speed mehr. Ja. Dann hätte ich. Das wäre auf einer Effner, wäre das eine 240 Speed Effner. Ich meine, hat keiner sowas. Also, es ist einfach behindert, hey. 99 Base Speed, mach 110 oder so von mir aus, hey. Bei 99 Base Speed, hey. Super ist. Das ist genauso scheiße wieder hier. Ist so lustig, wie die Leute jetzt halt drauf reinfallen. Aber es macht auch keinen Unterschied. Er hat den besseren Speed Lead. Und selbes Spiel wieder. Barbara 9 Base Speed mehr als meine Bastet. Das ist halt fast. Ja. Und schau, er crittet mich hier. Was ist das hier? Warum crittet er mich? Du kannst dann nichts dagegen machen. Das ist einfach. Warum tue ich mir das überhaupt an? Also ich glaube wirklich. Ich glaube, ich schaffe es nicht mal irgendwie mehr in den Guardian-Bereich oder so. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Wird, glaube ich, nichts mehr. Also. Schau mal, ein Österreicher mit umgedrehter Flagge hier. Tja. Das ist selbe Scheiß wieder hier. Es ist hier Barbara. Er muss auf jeden Fall noch einen zweiten Speed Lead picken. Natürlich. Natürlich hat er einen fucking Fairy King auch wieder. Das. Was soll ich da machen hier? Es ist egal, ob ich den Fairy King bann. Eigentlich hätte ich Garo picken müssen. Da bin ich gespannt, was er bannt. Bastet oder Draco? Haha, Draco. Aber es ändert wieder nichts, ja? Also, ich meine, schau es dir an. 115 Base Speed. 16 Speed. Auf dem Level 16 Speed, ja? Das kriegst du einfach nicht hin. Das ist einfach. Das ist unmöglich, dass du irgendwie 16 Speed mehr hast als irgendwie ein Gegner in dem Bereich. Ja, das. Siehst du? Jetzt geht er wieder auf Lucian. Oder auf Shimmy. Oh, Crit Animation. Okay, geht sogar auf Bastet, die Pussy hier. Aber der One-Shottet jetzt meinen Lucian dafür, ist eh klar. Braucht er nicht mal einen Death Break dafür. Und sogar Ciara kommt dran, ne? Was willst du? Das ist so dumm einfach. Das. Keine Ahnung hier. Wie kommt dieser andere Typ irgendwie auf G2 hoch, hä? Was hat der für Speed, hä? Oh Mann, hä? So eine scheiß Meta, gerade wirklich. Speed Leads, 17.000 Stripper, die alle mega tanky sind, weil sie ja nichts anderes machen müssen. Ne? Schau wieder. Pickt wieder ein fucking Fairy King hier. Das. Was soll ich jetzt machen? Ne, anfangen Vanessa zum Bauen, das lohnt doch auch nichts hier. Das bringt mir Vanessa gar nichts hier. Selbst jetzt wieder, jetzt bann ich den Fairy King. Eigentlich sollte ich Genny bannen, oder? Scheiß drauf. Okay. Selbes Spiel, ne? Swift Genny ist genauso möglich. 113 Base Speed.
Ja. Was soll ich tun, ne? Okay, wir outspeeden. Ich meine, ja, Will wäre halt eine Möglichkeit, aber es ist halt nicht so, dass ich irgendwie. Ja, ich habe halt leider keine OP-Will-Runen, die so viel Speed haben, dass sich's lohnen wird. Na gut. Das gewinnen wir, glaube ich. Glaube ich. Bioprock. Entweder halt Draco-Bomben oder Bastet-Bomben. Okay, kannst du was landen? Naja. Nice Defense Break of Ciara, aber cleanst sich halt selber, ne? Okay, kill den. Ja gut, das soll, glaube ich, nichts mehr passieren. Chess Yara im Crit OP. Okay, danke, mein Freund. Ja, sagt so, ja. Ich verliere irgendwie eins, ich gewinne irgendwie eins. Das ist. Keine Ahnung. Das Ding ist auch einfach, ich habe, weiß ich nicht, jetzt irgendwie so 4 oder 5 Seasons irgendwie so in die Richtung Swift gefarmt. Also hätte ich gerne gefarmt. Giants, oh. Ja, schon wieder hier. Also hätte ich gern gefarmt, aber es droppt einfach nichts. Es droppt keine Upgrade. Keine Upgrades, gar nichts. Es ist richtig nice. Wieso hat auch jeder Barbary? Irgendwie hat schon jeder hat irgendwie alles schon. Das ist so. Dick Leo, ey. Vigor, ne? Und? Ach Gott, ey. Ja. Er bannt eh Lucian, ist eh wurscht. Was soll man machen, ey? Ja, wer hätte gedacht? Wer hätte gedacht? Jeder hat Strippers, jeder hat Speed Leads, jeder hat alles irgendwie. Es ist schon. Und ich spiele halt damit mit Net Force halt. Das ist halt auch scheiße, ne? Ja, nicht genug Damage, ja. Wie? Schau es dir an. Wie geht das immer? Wie können sie einen Full Strip landen hier? Full Strip, wir haben 2 Feuer-Units, er kriegt einen Bio-Proc hier. Ist das nicht behindert einfach? Ja, ist eh GG hier. Wie oft hat er gecrittet? Wie oft hat er gecrittet? Ich weiß nicht, es funktioniert so. Es ist. Keine Ahnung. Was willst du machen? Wirklich, es ist halt. Es gibt halt kein RNG auf meiner Seite halt, ne? Ich kann kein Bioproc oder was kriegen. Ich habe halt keine Units auf Bio. Ich kann halt nicht irgendwie lacken, ne? Oha. Das war mal eine richtig geile Unit halt, Kaki, ja? Das war einfach mal richtig geil. Und was passiert? Alle Leute weinen und er wird genervt. Oh, schau mal hier, wieder so ein Bastardo mit einem Wasser, mit einem Light Sniper.
schön, wenn man ja solche Units hat, die keinen Nutzen im Spiel haben, außer wenn du gecleaved wirst. Habe ich hier schon 200 Mal gesagt. Hier. So, Ban Lucian. Na, Ban Garo, oder? Eigentlich wurscht, ich glaube, wir gewinnen das so oder so. Scheiß Alti, warum mache ich sie überhaupt? Ich weiß nicht, das ist so unnötig. Mir gefallen die Auren sowieso besser. Die Auren sind ja okay. C3 easy. Fertig hier. Mal schauen mal hier. Okay. Er geht mit fetten 44% HP-Lead. So, was killen wir hier? Wow, gar nichts, hä? Triple Will Strip wieder mal. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Er strippt dreimal Will. Und jetzt stand er mich auch noch. Ist eh wurscht, das gewinnen wir trotzdem nicht mehr. Oder? Na. Unglaublich, oder? Ich meine, sei nicht böse, aber das war eigentlich genauso wie der gelackt, ja? Er strippt drei Will-Buffs, ja, von Draco. Mit dem fucking Wasser-Ryu, hä? Hey? Das ist einfach... Ah, da ist er wieder, hä? Hey? Super. Dreckiger Lacker, hä? Hey. Unglaublich, wirklich. Komm, pick nochmal dieselbe Scheiße. Pick deine Drecks-Asima. Schauen wir mal, ob er wieder lackt hier, ne? Unglaublich, ja. Ja, diesmal nicht, ja. Na, Boom Fairy, hey, du hast wieder übertriebenst viel Damage gemacht, hey. Mein Gott. Heftig, hä? Ja, danke, hä? Ist mich eh nur gelackt, jo. Oh, da werde ich jetzt gesolot von dem Scheiß beißen, oder was? Wieso heilt er sich? Ja, lief einfach, ey, wirklich. Schau, ich sag ja, er hat gelackt, ey. Einfach behindert, dass seine scheiß Asima, ey, oder sein Ryu war es ja halt, ne? 17.000 Will-Runen gestrippt hat. Okay, letzter Fight, ey. Keine Ahnung, ich glaub, wirklich, ey, das, also... Ich wüsste jetzt irgendwie nicht, was ich mit dem Team besser machen könnte, ändern könnte. Es ist einfach... Ja. Es ist, wie es ist. Sowas ist eher meins, ja, wenn die Leute sowas picken, das sind halt relativ... Ich sage jetzt einfach mal, ich weiß jetzt nicht, ob wir gewinnen, schauen wir mal, was er last pickt, aber...
Das sind halt relativ die Easy Fights halt, ne? Jo, Pick Blueschen ist mir doch auch schon wurscht. Ja, super, hä? Richtig geil. Kannst du nämlich Chewie picken und Leo ballen. Absolut geile Draft von mir. Absolut kack Draft, würde ich sagen, von ihm, ne? Auch wenn er jetzt irgendwie meine Bastet band. Was schon wieder keinen Sinn macht, weißt du? Er pickt einen fucking Blueschen und band nicht Draco. Du kannst ja deinen scheiß Blueschen sonst wo hinstecken, du Vollidiot, hä? Okay, das Ding ist leider, meine Julie ist halt nicht speedtuned. Aber egal. Ist eben ruhig, der ist sein. Ja. Ja, wurscht. So, und hallo, wir haben Immunity. Richtig dummer Typ hier. Ich verstehe die Leute nicht, ja? Es macht teilweise keinen Sinn, was die Leute machen. Das. Ja. Also. Ich meine, vom Prinzip war es egal, ja, aber jetzt, solange wir halt irgendwie drankommen, überlebt er nicht, ja, aber er pickt den Scheiß Sian und dann lässt er Draco durch. Na, bist du behindert? Aber ja. Na gut, Freunde, das waren schon wieder 30 Wings hier. Hey, schau mal hier. Komm hier. Ein Seraph oder irgendwie sowas. Oder überhaupt mal irgendwie ein Lightning wieder. Keine Ahnung, 30 Scrolls oder so, kein Lightning, ist echt heftig. Naja, ist eh wurscht. Na gut, Freunde, so, fertig für heute. Ja. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.